Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die aktuelle Bravo Sport, kam gestern raus am 26. November, das ist die Nummer 13 hier, also Ausgabe Nummer 13, mit einem Booster der aktuellen Magitex Bundesliga Karten und dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und danach schauen wir mal, was sich in dem Booster befindet und was sich so in der Zeitschrift hier befindet. Da würde ich sagen, bis gleich. Ja, heute hier die Bravo Sport, die aktuelle. Und zwar hier mit einem Booster der aktuellen Magitex Bundesliga Serie. Und zwar ist da eine Limi drin. So, mal gucken, ob ich sie abbekomme, ohne die Zeitschrift zu zerstören. Aber ganz langsam. Na, wenn sie keinen Panzerkleber holen, hier wie Panini ab und zu mal. Ah, kleben tut er gut. So, den behalten wir mal bis zum Schluss. So. Weil, so, hier oben seht ihr schon, limitierte Karte. Hier steht jetzt die Rosun drin von der Hertha. Ja. So, hier steht dann noch drauf, Superstars der Zukunft, bei ihnen drehen alle durch. So, hier haben wir Reyna, hier haben wir Davis, hier haben wir Ansu Fati und hier haben wir Florian Wirtz. Ja, dann haben wir natürlich wieder Poster, hier von Ronaldo sogar, Kimmich, Lazaro oder Lazaro, Lazaro, okay. Und dann noch Reyna. Ja, dann schauen wir mal rein. Also, was haben wir denn hier? Ach, das Quartett, okay. Habe ich noch gar nicht, ich weiß nicht. Sagt mir nicht so zu. Ich weiß gar nicht, was damit hätte machen sollen. So, hier haben wir den Inhalt der Zeitschrift. Dann haben wir hier Groß versus alle. Dann haben wir Top 5 Protzer. So, ich mache mal ein bisschen höher hier. Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem Auto hier. Jadon Sancho, Vinicius Junior, Kolasinac und Karim Bellarabi. Ja. Also manche müssen ja noch zeigen, dass sie Geld haben. So, hier einfach krank. Cristiano Ronaldo. 18 Mal positiv auf Corona. 18 Mal. Ja, moin. So, dann haben wir oben Toni Kroos. Jubelzoff der Fußballstars. Kroos versus alle. Ja, moin. So, dann haben wir hier Mega Schock, Neymar, Opfer von Halloween-Streich. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir Oh, du Schreckliche. Ja, hier Köln. Entschuldigung. Köln, hier Weihnachtskleidung. Und hier BVB. Hier haben wir Juventus Turin. Hier hätten wir Schalke. Haben die überhaupt noch Geld für Merchandise? Haben wir hier Liverpool noch hier unten? Ja. Dann haben wir hier Lego Levi. Okay. Schuhschott. Schwarze Fohlen. Dann goldene Boots für Salah. So, kann ich hier noch ein bisschen rüber? Aber dann ist das mit dem Licht schon wieder. Ja, Lichtproblem. So, die Mega Youngster hier. Vor allem beim BVB. Heute Talent, morgen 100 Millionen Star. Die BL-Clubs setzen voll auf Youngster und werden belohnt mit Topleistungen und Mega-Kohle. Bravo Sport zeigt euch die heißesten Youngsters. So, hier bei Dortmund natürlich. Jude Bellingham, Giovanni Reyna. Dann hier Mukoko, Haaland und Sancho.
Dann hier bei den Bayern Zirkzee und Musiala, Nianzou und Davis. Die besten Youngsters der Welt. Wen haben wir denn da? Wir haben hier Jadon Sancho, Ansu Fati, Alphonso Davies, Haaland. Wer ist eine andere hier? Foden, also Phil Foden. Dann hier Eduardo Camavinga, Mason Greenwood, Vinicius Junior, Dejan Kulusevski und Rodrigo, oder? Ja, so ungefähr. Ja, es gibt schon echt geile junge Spieler. Und ich sag immer, die Dortmunder, die. Also mit dem Team müssten sie eigentlich Meister werden. Also, die haben ja noch erfahrene Spieler wie Hummels und so und Reus. So, was haben wir hier? Unverzichtbar. Aber leider, jetzt fehlt er in der Vorrunde, glaube ich, komplett. Dann haben wir hier voll verdient hier Giovanni Reyna und Chris Richards erstmals in US-Team berufen. Oh. Was in der Bude hier? Dann Alleskönner Alonso. Ex-Bayern-Star, jetzt Trainer. Wo ist denn der jetzt Trainer? Nach seiner fetten Karriere als Spieler macht sich Xabi Alonso als Trainer einen Namen. Ja, vielleicht landet er irgendwann mal bei Bayern oder sonst irgendwo in der Bundesliga. Oder sonst irgendwo. Elfer Hattrick hier. Was die Königlichen kassierten bei der 4:1-Niederlage beim FC Olympia gleich drei Elfmeter-Tore. Dann hier Ajax vernichtet Venlo mit 13:0. Huhu. Ja, mega krass hier. Sergio Ramos feiert Jubiläum. Dann hier Thomas Müller. Ja, also Thomas Müller müsste eigentlich wieder in die Nationalmannschaft. Captain America, ja. Eigentlich wollte ich mich gar nicht so auf die Zeitschrift hier fokussieren. Aber manche Themen sind halt interessant hier. Dann haben wir hier Quiz, Werbung. Linksruck, was ist das? Die starke Seite der Bullen. Erlebt sich. Dann haben wir hier Stuttgart. Der VfB Stuttgart im Check Schwaben Power. Der VfB Stuttgart ist zurück in Liga 1 und überraschend gut. Warum das so ist und weshalb der VfB vor einer fetten Zukunft steht, Bravo Sport erklärt. Ja. So, dann haben wir hier Lockdown oder Fan Comeback. Ja. Man muss halt abwarten. Es ist halt im Moment eine schwere Phase. Dann haben wir hier Weltauswahl. Hauptsache, es wird Fußball gespielt, finde ich. Weil ohne Fußball am Wochenende oder sonst was, das wäre langweilig. So, dann haben wir hier Thomas Müller. Ja. Dann geht es hier weiter. Was haben wir denn hier? Voll sozial. Ja, Manuel Neuer ist sowieso sozial, das wissen wir ja. So, was haben wir denn hier noch? FC-Stiftung, Köln. Dortmund. Ja, eigentlich. Das macht fast jeder Verein irgendwas. So, dann haben wir hier Fun and Crazy. So, dann haben wir hier. Das erste Poster müsste Kimmich sein. Hier haben wir Reyna. Dann haben wir hier Lazaro. Dann haben wir hier Cristiano Ronaldo. Ich bin mal gespannt, wie lange er noch macht hier. CR7. Aber er ist ja immer noch topfit. So, dann haben wir hier nochmal Fun and Crazy. Dann haben wir hier Özils krasser Absturz. Bei Arsenal aussortiert. Ja, dann soll er doch in die Bundesliga wieder kommen oder was weiß ich wohin. Es gibt ja so viele Länder, wo gute, ja, was heißt gute Ligen haben. Also,
Ja, aber ja. Muss jeder Spieler für sich selbst wissen. Aber heutzutage gibt es auch keine Vereinstreue mehr bei manchen Spielern. So, nochmal Fun and Crazy. Hier haben wir Neymar. Sieht man den? Ach, da, Neymar. Und nochmal Müller. So, wer ist das denn hier? Ist das Bartsch? Ist das Ronaldo? Gott, wie er da aussieht. Ich hätte ihn gar nicht erkannt. Jo. Egal. Dann geht es hier weiter mit anderem Sport. Hier haben wir Basketball, dann haben wir noch Boxen, nochmal Basketball, Football. Ja. Oh, hier Lewis Hamilton. Boah. So, dann haben wir Web und Games. So, hier kann man Abo abschließen. Aber brauche ich nicht. Ich hole mir die nur, wenn irgendwie was Gutes drin ist. Auch wegen der Limi jetzt hier. Auf in den Schnee. Oh nein, ich mag keinen Schnee. Wer mag von euch Schnee? Heiße Beats für kalte Tage. So, hier. Megastar Pharrell Williams. Skaterboy. Okay. Und dann kommen wir auch gleich zum Ende dieser Zeitschrift. Dann haben wir für jeden was dabei. Games for Xmas. Ja, PlayStation 5 konnte ich mir leider nicht vorbestellen. Ist schade. Ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr noch was draus wird. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe ja die PS4. Ja. Was haben wir hier? League of Legends World 2020. Dem1 holt sich die was LOL-Krone. Millionen von Zuschauern verfolgten den Sieg von Dem1 bei den League of Legends World Live. Bravo Sport stellt die Sieger vor. Ah, die sind jo. So, hier Nationalmannschaft. Yogi holt Thomas zurück. Ja, würde ich auch sagen. Aber, und hier steht wieder ganz anders da. Obwohl Thomas Müller und Mats Hummels in überragender Form sind, sollte Jogi Löw den Umbruch durchziehen und auf beide verzichten. Die Zukunft ist wichtiger. Oder man trennt sich von Löw. Die sind noch im Moment echt in Topform und dann holt man die nicht zurück. Ich verstehe das nicht. So, nächsten Bravo Sport kommt am 23. Dezember, also ein Tag vor Heiligabend. Da ist auch wieder eine Limit drin und ist das hier Halstenberg? Ich denke mal, Halstenberg soll da sein. Ja, also werde ich mal auch nochmal holen. Dann wäre es das mit den Limits dann. So, dann schauen wir noch schnell in den Booster hier rein und dann war es das hier mit dem Video. Ist eigentlich schon viel zu lange. Viel zu lange für ein Zeitschriftenvideo. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch machen, falls ihr hier so Zeitschriften mögt. Wenn nicht, dann ja, auch nicht schlimm. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen der Limi. Hallo. So. So, dann würde ich sagen, wir haben hier als erstes von Stuttgart Stenzel. Wir haben hier Jakobs von Köln. Na. Dann haben wir von Frankfurt Abraham. Wir haben hier von den Bayern Neuer. Und dann haben wir hier natürlich die Limi von der Hertha. Dilrosun. Oder Dilrosun. Weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Ja, das ist die Limi. Das ist die LE17. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video.
Ihr könnt ja gerne kostenlos ein Abo dalassen, aktiviert die Glocke, falls euch mein Kanal gefällt natürlich. Ist kein Muss. Und dann würde ich sagen, lasst noch ein Like hier auf dieses Video. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.